Hallo und herzlich willkommen bei CutPlosiv. In diesem Video geht es um die Piusbruderschaft und den Vorwurf, dass diese sich im Schisma befinde. Dazu möchte ich gerne auf ein Buch von Weihbischof Athanasius Schneider verweisen. In diesem Buch berichtet Weihbischof Athanasius Schneider, wie er von Papst Franziskus zur Visitation zu der Piusbruderschaft geschickt wurde. Vorweg, ich werde jetzt natürlich nicht das ganze Kapitel lesen, doch fragt euch mal die, die ihr behauptet, die Piusbruderschaft sei im Schisma, sei nicht in der Kirche, also sei kein Teil der Kirche und wäre nicht katholisch, warum schickt Papst Franziskus dann einen Weihbischof als Visitator dorthin, um nach dem Rechten zu sehen? Schickt der Papst auch Bischöfe zu den orthodoxen Kirchen, zu der evangelischen Kirche, zur anglikanischen Kirche und so weiter? Ich denke nicht. Wisst ihr auch warum? Weil diese nicht katholisch sind. Dieses Buch ist ein Interview. Weihbischof Athanasius Schneider wird Folgendes gefragt. Am Schluss unseres letzten Gesprächs erwähnten Sie Erzbischof Marcel Lefebvre, den Gründer der Priesterbruderschaft St. Pius X. Wenden wir uns nun also eigens der Priesterbruderschaft St. Pius X. zu, also Weihbischof Athanasius Schneider. Sie wurden im Jahr 2015 zu einem der Visitatoren der Piusbruderschaft gewählt. Warum, meinen Sie, hat man Sie ausgewählt? Wie eben gesagt, Weihbischof Athanasius Schneider wurde vom Papst zur Piusbruderschaft zur Visitation geschickt. Der Weihbischof Athanasius Schneider antwortet: Ich kenne die Gründe nicht. Die päpstliche Kommission Ecclesia Dei bat mich, mehrere Häuser der FSSPX zu besuchen, um theologische Gespräche mit einer Gruppe von Priestern und mit dem Generaloberen Bischof Bernard Fellay zu führen. Vielleicht fiel die Wahl auf mich, weil ich öffentlich die überlieferte Messe zelebriere. Es wäre ratsam, einen solchen Bischof zur Piusbruderschaft zu senden und nicht unbedingt Kardinal Kaspar oder Kardinal Marx. Die päpstliche Kommission Ecclesia Dei hat also Weihbischof Athanasius Schneider zur Visitation zur Piusbruderschaft geschickt, weil diese eben katholisch sind. Weiter schreibt er: Ich traf mit Priestern und Seminaristen zusammen, die ausgeglichen und normal waren. Sie empfingen mich als Bischof mit Respekt. Ich sah sogar ein Foto von Papst Franziskus an der Wand. In der Sakristei sah ich Namensschilder mit den Namen von Papst Franziskus und dem Diözesanbischof. Nicht jedoch den Namen vom Bischof Fellay. Das ist ekklesiologisch gesehen korrekt. Ich glaube, die meisten Leute wären schockiert, wenn sie hören würden, dass in den Häusern der Piusbruderschaft das Bild des gegenwärtigen Papstes an der Wand hängt, sowie die Namensschilder des gegenwärtigen Papstes und des Diözesanbischofs in der Sakristei. Als ich das den Priestern der Piusbruderschaft gegenüber ansprach, sagten sie zu mir, Zitat: Wir haben das Bild von Papst Franziskus nicht erst aufgehängt, bevor sie gekommen sind. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, die Piusbruderschaft sei sedisvakantistisch, also sie würden den Papst ablehnen. Das ist natürlich nicht richtig, wie Weihbischof Athanasius Schneider es ja bezeugt, dass dort in der Sakristei ein Bild von Papst Franziskus hängt, sowie ein Bild des Diözesanbischofs, was ekklesiologisch gesehen korrekt ist. Es kursieren ja so viele Gerüchte, die Piusbruderschaft sei im Schisma, sie sei sedisvakantistisch. Aber glaubt mir, nein, sie ist einfach nur katholisch. Weiter heißt es, ich überspringe natürlich ein paar Sachen, weil ich möchte euch jetzt hier nicht 10, 12, 15 Seiten vorlesen. Wie gesagt, kauft euch das Buch, es ist wirklich zu empfehlen. In den Häusern, die ich besucht habe, das Generalratshaus in Menzingen in der Schweiz, die Seminare in Flavigny, Frankreich, in Winona, USA und in Salzkofen, Deutschland, nahm ich an den Gebeten während der feierlichen Aussetzung des Allerheiligsten Altarsakraments teil. Ich war berührt, als ich das feierliche, gregorianisch gesungene Gebet für den Papst hörte. In vielen Seminaren und Kirchen der katholischen Welt wird das feierliche Gebet für den Papst nicht gesungen. Die Piusbruderschaft hingegen singt es durchaus. Einmal habe ich eine Gruppe von Familien getroffen, die zum Apostolat der Piusbruderschaft gehören, und die Eltern erzählten mir, dass ihre Kinder den Rosenkranz für Papst Franziskus beten. Wie kann man solche Haltungen und Handlungen
für diejenigen von Schismatikern halten. Ganz richtig. Bei der Piusbruderschaft wird für den Papst gebetet. Wie er sagte, Exzellenz Weihbischof Athanasius Schneider, dass er sogar Familien traf, deren Kinder den Rosenkranz für Papst Franziskus beten. Wie kann man behaupten, dass diese Schismatiker seien, wenn sie so intensiv für den Papst beten, ein Bild des Papstes in der Sakristei hängen haben und den Papst als solchen anerkennen? Die Frage: Meinen Sie, Sie werden, also die Piusbruderschaft, zur vollen Gemeinschaft zurückkommen? Was immer das heißen mag, volle Gemeinschaft ist meiner Ansicht nach, sagt Weihbischof Athanasius Schneider, nicht der richtige Ausdruck. Sie befinden sich bereits in Gemeinschaft mit der Kirche, weil sie den gegenwärtigen Papst anerkennen. Sie erwähnen ihn im Kanon, beten öffentlich für ihn und beten auch für den Ortsbischof. Die Piusbruderschaft hat vom Papst die Erlaubnis erhalten, das Bußsakrament zu spenden, und die Priester der Bruderschaft können auch vom Diözesanbischof oder vom Pfarrer die Erlaubnis erhalten, kanonisch bei Hochzeiten zu assistieren. Weihbischof Athanasius Schneider als Visitator vom Papst zur Piusbruderschaft geschickt sagt, Sie sind Teil der Kirche. Bitte notiert euch das, wenn ihr wieder irgendwo hört, Sie wären es nicht. Dann wird er gefragt, ob regularisiert der bessere Ausdruck wäre, also anstatt volle Gemeinschaft. Weihbischof Athanasius Schneider antwortet, ja, regularisiert ist besser, volle Anerkennung ist besser als der Ausdruck volle Gemeinschaft, denn die Mitglieder der Piusbruderschaft sind nicht exkommuniziert. Also sie sind nicht außerhalb der kirchlichen Gemeinschaft. Ich ermutigte sie nachdrücklich dazu, den Papst darum zu bitten, ihnen die kanonische Anerkennung zu geben. Natürlich, die kanonische Anerkennung hat die Piusbruderschaft nicht. Dennoch sind sie in Gemeinschaft mit der Kirche. Sie haben vom Papst die Erlaubnis erhalten, das Bußsakrament zu spenden und so weiter. Weiter sagt seine Exzellenz, meiner Meinung nach sollte die Piusbruderschaft anerkannt werden. Wenn das geschehe, wäre es eine echte geistliche und pastorale Hilfe für die gesamte Kirche, um die Lehre und Überlieferung in der Kirche zu stärken. Die Piusbruderschaft bietet eine gute priesterliche Ausbildung. So viel aus dem Buch von Weihbischof Athanasius Schneider. Ich empfehle es euch nochmals, es ist sehr gut. Er bezeugt ja also, die Piusbruderschaft ist nicht im Schisma, sie sind keine Sedisvakantisten und er wurde vom Papst bzw. von der päpstlichen Kommission dorthin geschickt als Visitator, weil sie katholisch sind. Wie will man jetzt noch behaupten, wenn selbst die päpstliche Kommission sie als katholisch anerkennt, dass sie nicht katholisch sind? Ich wünsche euch den Segen unseres Herrn Jesus Christus. Bis zum nächsten Mal.